Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um einen Künstler, von dem der ein oder andere von euch schon weiß, dass ich ihn recht gerne mag, und zwar Park. Murat Park, P-A-K. Und ich möchte dir heute zeigen, wie sich unter Umständen mal wieder eine Möglichkeit bietet, mit sehr wenig Geld einzusteigen, so wie es im Januar diesen Jahres, nee, im März, glaube ich, diesen Jahres schon mal der Fall war, mit einem Parkdrop bei niftygateway.com. Wenn du dich für Nifty Gateway interessierst, es gibt Videos von mir hierzu. Es gibt bei Nifty Gateway die Möglichkeit, in den NFT-Bereich einzusteigen, ohne Ether, ohne eine Metamask, sondern ganz einfach. Geld ausgeben wird einem immer einfach gemacht, und Geld investieren, Gott sei Dank auch. In dem Fall hoffe ich, dass es investieren ist. Dort kannst du mit Kreditkarte bezahlen und bekommst eben dann einen NFT. Ja, wie war das damals? Damals hat Puck einen Drop gemacht. Der war sehr, sehr abgefahren. Es gab den Cube, und der erste Tag war ein Cube. Du konntest einen animierten Würfel von Puck kaufen für $500. Ich habe einen gekauft. Am nächsten Tag konntest du denselben animierten Cube kaufen, oder den gleichen in diesem Fall, für $1000. Und jeder, der am Tag vorher nicht zugeschlagen hat, hat sich gedacht: Verdammt, jetzt habe ich gestern den für $500 nicht gekauft, jetzt muss ich heute $1000 zahlen, um einen zu kriegen. Dann haben wir gesagt, manche haben gesagt, mache ich noch, manche haben gesagt, mache ich nicht mehr. Dann war der dritte Tag des Drops, und da war dann ein Cube für $1500 zu haben. Und jeder, der am ersten Tag für $500 einen gekauft hat, hat gesagt, wie krass. Und jeder, der heute noch einen Cube hat, so wie ich, sagt heute noch, wie krass, weil so ein Cube wird momentan gehandelt um die $40.000, wenn du jetzt einen kaufen möchtest. $500 Investment im März, glaube ich, März oder April, bin mir nicht mehr ganz sicher, und jetzt $40.000, und die Preiskurve steigt nach oben. Warum ist es so? Puck hat was ganz Interessantes. Puck hat eine eigene Kryptowährung entwickelt namens Ash. Asche. Und wenn du Puck-Kunstwerke verbrennst, burnst, auf der Blockchain zerstörst, dann bekommst du dafür Asche. Kriegst du richtig geil Asche, Alter. Und diese Asche, diese Ash, habe ich damals in meiner Mentoring-Gruppe gekauft, gesagt, dass ich Ash kaufe. Da waren wir bei, ich glaube, 17 Euro. Jetzt ist Ash zwischendrin schon über 40, ich glaube sogar 45 Euro gewesen. Wir können gleich nochmal nachschauen. Also sehr, sehr interessant, und deswegen, weil du eben, wenn du so einen Cube verbrennst und zerstörst, so viel Ash dafür kriegst und Ash inzwischen so wertvoll ist, sind diese Cubes immer ungefähr so viel wert, wie du dafür, wenn du einen kaufst und zerstörst, verbrennst, dafür Ash kriegst. Jetzt war damals der Entry Point, der Einstiegspunkt, $500 für so einen Cube. Und jetzt macht Puck am 2. bis 4. Dezember während der Art Basel Miami einen neuen Drop. Und dieser neue Drop heißt Merch. Ich zeige euch mal ganz kurz ein Video zum Thema Merch, damit ihr da mal reinfindet. Dafür mache ich den Bildschirm groß und wir gehen auf Play. Das N steht für Nifty Gateway und zeigt dir, dass du es eben hier mit einem Parkdrop auf Nifty Gateway zu tun hast. Übrigens, all diese Sachen besprechen wir immer bei mir im NFT-Mentoring. Da geht es um NFT, da geht es um DeFi und da geht es um Kryptowährungen wie Ash zum Beispiel, die mit NFT oder DeFi zu tun haben. Menschen, die bei mir im Mentoring sind, haben eben von mir gehört, als ich damals bei, ich glaube, $16 oder $17 Ash gekauft habe und auch nie wieder verkauft habe. Wenn du dich für das Mentoring interessierst, hier unten ist ein Link, trag dich ein für ein kostenloses Telefonat. Wir telefonieren mal miteinander und schauen, ob das vielleicht auch für dich Sinn ergeben könnte, ins Mentoring mit reinzukommen. Ja, was ist denn jetzt der neue Drop von Puck? Merch. Wie kann ich da investieren? Und das sage ich auch gleich vorneweg, ne? Wie auch in meinem Mentoring, das hier ist keine Anlageberatung. Bitte triff deine eigenen Entscheidungen. Ich erzähle immer nur, in was ich investiere, was ich glaube, was interessant sein könnte. Das ist keine Anlageberatung. Auch hier Bored Ape Yacht Club habe ich damals meinen Mentoring-Teilnehmern gesagt, als sie für 0,08 Ether zu minten waren. Ich habe 10 Stück gemintet, die habe ich immer noch. Kriegst du momentan keinen mehr unter 50 Ether. Aber auch hier, das ist keine Anlageberatung. Also, Puck Drop, was passiert? Das ganze Ding heißt Merch, und
Er führt eine ganz neue Technik im NFT-Bereich ein oder zumindest probiert er was ganz Neues aus. Mergen heißt ja zusammenführen, verbinden. Du wirst ein Stück, einen Pack NFT namens Mass, Masse, das M steht für Mass, kaufen können. Und dieser NFT, Stand heute, wird sozusagen eine Massezahl haben. Du hast 100 Masse-Einheiten in diesem einen NFT. Und dieser ganze Drop ist auf folgende Mechanik ausgelegt. Du hast jetzt einen NFT mit 100 Mass. Jemand anderes hat einen NFT mit 100 Mass und verkauft ihn dir. Jetzt hast du nicht zwei NFTs, sondern der NFT, den der andere dir verkauft, wird verschmolzen mit deinem NFT, sodass du jetzt 200 Mass hast und der andere NFT ist zerstört. Nochmal, du hast einen NFT mit 100 Mass, der andere hat einen NFT mit 100 Mass, er verkauft ihn dir, durch den Verkaufsvorgang schmilzt der in deinen rein, du hast jetzt einen mit 200 Mass-Einheiten und der andere NFT ist weg, den gibt es nicht mehr. Was wird jetzt also passieren? Es gibt während des Drops mehrere Möglichkeiten. Du kannst eine Einheit kaufen, das wird, soweit ich bis jetzt informiert bin, 100 Mass sein. Mit dieser einen Einheit kannst du entweder nichts machen oder mehrere Einheiten dazu kaufen. Wenn du sagst, hey, ich will nicht 100 Mass, sondern 1000 Mass, dann kriegst du nicht 10 mal 100, sondern du kriegst einen, der 1000 hat. Und du kriegst obendrauf von Pack noch einen Bonus geschenkt. Je größer du dich einkaufst, desto mehr Bonus kriegst du obendrauf. Und jetzt passiert eben was ganz Interessantes, was ich das Gefühl habe, was bei Pack ganz oft ist. Es wird Menschen geben, die werden gleich Mass für ein paar Tausend kaufen. Und es wird Menschen geben, die sich das gar nicht leisten können, die werden einfach nur ein Mass kaufen. Und Pack, der übrigens anonym ist und von dem keiner weiß, wer das überhaupt ist, Murat Pack, hat gesagt, der Eintrittspunkt für ein Mass, also 100 Mass, einen NFT, wird unter dem Eintrittspunkt von A Cube liegen. A Cube war damals, wie wir wissen, habe ich gerade vorhin erzählt, $500. Das heißt, ein Mass wird unter $500 zu haben sein. Und wenn ich jetzt Stand heute noch nicht viel im NFT-Bereich gemacht hätte und mir denken würde, jetzt stecke ich mal den Zeh ins Meer und schau mal, wie kalt es ist, ich würde mir für $300, $400, ich weiß es noch nicht, wie viel er kostet, würde mir wahrscheinlich einfach nur ein Mass kaufen und würde das halten. Genauso wie ich es damals mit dem Cube, mit dem einen Cube gemacht habe, $500 investiert, gehalten, heute $40.000 wert. Ich habe das Gefühl, dass Pack immer die Dinge so konzipiert, dass er einerseits Menschen belohnt, die sehr, sehr viel von ihm kaufen, aber auch den kleinen Mann sozusagen belohnt, der nur das Geld hat, um eine Sache von ihm zu kaufen. Und jetzt wird es mehrere Sachen geben. Also du musst dir das mal vorstellen. Ne? Jedes Mal, wenn jemand von jemand anderem ein Mass abkauft, wird das zerstört und verschmilzt mit dem. Und das kriegt mehr Masse. Schlussendlich, wenn es einen gibt, der alle aufkauft, dann hat der einen NFT und zwar ein Unikat mit keine Ahnung wie viel zigtausend Mass, wenn es keine anderen mehr gibt. Mit jedem Verkaufsvorgang wird ein Ding zerstört, wird verschmolzen mit dem neuen und die anderen, die es noch gibt, werden seltener. Und was selten ist, Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage sinkt, steigt der Wert von den einzelnen Mass-Dingern. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn du ein so ein Ding hast und es irgendwann ganz viele so Wale gibt, die ganz große Mass-Ansammlungen haben, dass es aber vielleicht nur ein paar hundert in ein paar Jahren einzelne Mass-Stücke mit nur 100 Mass gibt. Also eine sehr, sehr interessante Spieltheorie, vielleicht nur zu sagen, hey, ich investiere in ein einziges Mass, lasst es auf meiner Wallet liegen und zwar für die nächsten 10 Jahre. Sehr viel von dem, was ich hier übrigens erzähle, habe ich unter anderem, das möchte ich dir fairnesshalber einfach dazu sagen, weil ich finde, dass die super Content machen, habe ich von den NFT-Siblings. Die NFT-Siblings ist ein englischsprachiger YouTube-Kanal, die sehr, sehr viel sich mit Pack beschäftigen, mit Pack auch gut befreundet sind, so gut man mit jemand befreundet sein kann, der anonym ist. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die habe ich in einem ihrer Videos gesehen. Also danke an dieser Stelle dafür. Und jetzt werde ich natürlich hergehen und werde
wenn Pack rauskommt, zwei Strategien fahren. Ich werde eine große Menge Mass kaufen und ein oder zwei, drei vielleicht kleine Mengen Mass. Ich muss auch echt schauen, wie das überhaupt geht, weil du natürlich, sobald du mehrere kaufst, kannst du die nicht einzeln kaufen. Die mergen ja sofort, die verbinden sich ja sofort miteinander, sodass du nie drei kleine hast, sondern immer gleich eins, das 300 Mass hat. Ne? Also da möchte ich mir noch was überlegen und da werden wir vorher im Mentoring natürlich sehr viel drüber sprechen, was da die richtige Strategie sein könnte. Jo, also das ist der neue Pack-Drop. Das ist eine Möglichkeit, so günstig wie noch nie ein Stück von Pack zu kaufen. Und ich glaube, dass das sehr interessant werden könnte, wo da die Reise spieltheoretisch hingeht und was sich da mit Pack entwickelt. Wie gesagt, wenn du dich für das Mentoring interessierst, wir sind inzwischen eine mega große und sehr geile Community mit sehr, sehr vielen Unternehmern drin. Wir haben sehr viele Ärzte drin. Ich habe schon mal erzählt, Ärzte und Zahnärzte. Wir haben inzwischen so viele Ärzte, dass ich immer sage, wir investieren hier nur noch unter ärztlicher Aufsicht. Wir haben sehr große Unternehmer drin und sind wirklich ein, also allein schon vom Netzwerk her inzwischen sehr, sehr wertvoll bei uns in der Community. Wenn du dich dafür interessierst, hier unten ist der Link, melde dich an zu einem Call und dann schauen wir einfach mal, ob das was für dich ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einfach einen Daumen hoch da. Wenn du dich dafür interessierst, wie gesagt, niftygateway.com, da findet der Packdrop statt. Schick das Video an andere Menschen weiter und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und natürlich abonniere den Kanal, betätige die Glocke. Hier gibt es immer wertvollen Content zum Thema NFT, DeFi und Kryptowährungen, die mit NFTs oder DeFi zu tun haben. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.